Wer ist eigentlich Frida Kahlo? Frida Kahlo wurde am 6. Juli 1907 im mexikanischen Coyoacán geboren und ist eine der berühmtesten Malerinnen Mexikos, wenn nicht sogar ganz Mittelamerikas. Zu ihrer Beliebtheit und der Wertschätzung ihrer Werke trägt neben ihrem Talent auch ihr bewegtes Leben bei. Doch erst einmal eins nach dem anderen. Frida wuchs gemeinsam mit ihren beiden Schwestern bei ihren Eltern Mathilde und Guillermo Kahlo auf. Ihr Papa Guillermo wurde eigentlich unter dem Namen Karl Wilhelm Kahlo geboren. Er wanderte im Jahre 1890 von Deutschland nach Mexiko aus und nahm dort bei seiner Einbürgerung wenige Jahre später die spanische Übersetzung seines Vornamens Wilhelm an und hieß von nun an Guillermo Kahlo. Er war Fotograf und von ihm hatte Frida vermutlich auch ihr künstlerisches Talent geerbt, auf das sie jedoch erst durch Zufall viele Jahre später stießen sollte. Frida hatte eine schwierige Kindheit. Im Alter von 6 Jahren wurde bei ihr die Krankheit der Kinderlähmung diagnostiziert, was zur Folge hatte, dass sich ein Bein bei ihr kürzer entwickelte als das andere und sie sehr stark humpeln musste. Dadurch wurde sie zunächst von vielen Kindern in ihrem Alter ausgelacht. Es hatte aber wahrscheinlich auch zur Folge, dass sie in dieser Zeit ihren sehr starken Charakter entwickelte, für den sie auch bekannt wurde. Sie war zudem sehr ehrgeizig und schaffte es als eine von wenigen Mädchen zu dieser Zeit auf eines der angesehensten Gymnasien Mexikos, wo sie unter anderem auch zu den beliebtesten Schülerinnen gehörte. Letztendlich auf ihr künstlerisches Talent stieß sie jedoch durch einen weiteren tragischen Umstand. Als sie 18 Jahre alt war, fuhr sie mit einem Bus nach Hause, der unglücklicherweise von einer Straßenbahn gerammt wurde. Frida wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mehrere Wochen im Koma verbrachte und von nun an die meiste Zeit ihres Lebens nur liegend verbringen konnte. Für sie war es von nun an sehr anstrengend zu stehen, geschweige denn überhaupt zu laufen. Allerdings nutzte sie die Zeit der Rehabilitation im Krankenhaus und fing mehr oder weniger aus Langeweile mit dem Malen an. Fridas Vater Guillermo Kahlo baute extra für sie während ihrer Zeit im Krankenhaus eine Art Vorrichtung, damit sie auch im Liegen mit dem Zeichnen beginnen konnte. Er baute einen Spiegel neben dran und damit begann die Geschichte von Fridas berühmten Selbstporträts. Wenige Jahre nach ihrem Unfall wollte Frida ihre Zeichnungen berühmten mexikanischen und lateinamerikanischen Künstlerinnen und Künstlern vorstellen, damit diese ihre Werke bewerten konnten. Dabei lernte sie schnell den mexikanischen Maler Diego Rivera kennen. Die beiden wurden ein Paar und heirateten wenige Zeit später sogar. Sie hatten eine, sagen wir, turbulente Ehe mit Affären auf beiden Seiten. Sie ließen sich auch zwischendurch scheiden, um später noch ein zweites Mal zu heiraten. Viele Emotionen und Eindrücke aus der Beziehung zu Diego Rivera verarbeitete Frida in ihren Bildern. So sind praktisch alle Werke Fridas Ausdruck von Emotionen und Gefühlen der jeweiligen Zeit, in der sie entstanden sind. Frida Kahlo erstellte später sogar eine Art Farbkatalog, der zeigte, welche der von ihr gewählten Farben für welche Emotion stand. Zu Frida Kahlos Mythos als wohl bekannteste Malerin Mexikos, wenn nicht sogar ganz Mittelamerikas, trägt ihr bewegendes Leben zweifellos einen großen Teil bei. Ihre durch Krankheit schwere Kindheit, der Busunfall in ihrer Jugend, der sie ihr ganzes Leben begleitete, die aufreibende Ehe zu Diego Rivera sowie ihr revolutionärer Eifer in einer für Mexiko politisch aufregenden Zeit sorgten dafür, dass sie einen so außergewöhnlichen Charakter entwickeln konnte. Frida Kahlo starb im Jahr 1954 im Alter von nur 47 Jahren an einer Lungenentzündung in dem Haus, in dem sie auch geboren wurde. Das Haus ist heute ein Museum und beherbergt viele ihrer Werke, die mittlerweile als nationales Kulturerbe Mexiko gelten. Nur wenige ihrer Bilder sind außerhalb Mexikos Grenzen ausgestellt, wie etwa in New York. Wenn ihr die Chance habt, sie zu sehen, ergreift sie.